Okay. Hallo und herzlich willkommen in der N64. Ich bin Julia. Ich habe auch andere Verbindungen zu diesem Büro hier, aber heute bin ich da für die Stiftung, für die ich arbeite, die Amadeus-Antoni-Stiftung. Und wir haben, meine beiden Kollegen und ich vor allem, die auch hier vorne sitzen, hallo, wir haben mal versucht, inwiefern man über eine Dossierart eben Pegida einfangen kann. Und weil wir in dem No-Nazi-Net-Projekt sind, das zur Amadeus-Antoni-Stiftung gehört, wo es gegen Rechte und in sozialen Netzwerken oder gegen Nazis in sozialen Netzwerken geht, war es natürlich naheliegend, dass sich schwerpunktmäßig mit Pegida in den sozialen Medien zu beschäftigen. Jetzt sind wir zuerst aber mal, müssen wir uns die Vorbedingungen angucken. Also wir haben auch dieses Dossier geschrieben und ich gehe auch grob nach dem Dossier, was ihr auf onnonazi.net auch findet. Und die Vorbedingungen sind, Verschwörungstheorien, Antisemitismus, antimuslimischer Rassismus und Hetze gegen Flüchtlinge, also die politische Grundlage. Man kann natürlich jetzt auch noch viel darüber diskutieren, inwiefern halt das Netz selber und die Beschleunigungsmechanismen im Netz und die Art und Weise, wie im Netz auch kommuniziert wird, dazu beigetragen hat. Das würde an der Stelle, glaube ich, aber ein bisschen zu weit gehen. Fangen wir an mit Verschwörungstheorien. Ist ein großes Thema, das viele Leute meiner Meinung nach viel zu wenig auf dem Schirm haben. Das ändert sich jetzt vielleicht auch durch diese Impfpanik. Also wenn Verschwörungstheorien dazu führen, dass irgendwie der Prenzlberg keine Kitas mehr hat, die funktionsfähig sind, dann ändert sich vielleicht was in die Richtung. Aber die Verschwörungstheorien sind ja schon, also es gibt so lange, wie es Menschen gibt, aber das Netz hat das Ganze natürlich nochmal verstärkt und in unserer Gesellschaft spätestens seit dem 11. September blüht das, was natürlich auf fruchtbaren Boden fällt, bei den oder auf der Art und Weise, wie im Netz kommuniziert wird. Warum jetzt Pegida 2014, warum nicht 2013? Das hat verschiedene Gründe, die auch mit Verschwörungstheorien zusammenhängen. Einer der größten ist wahrscheinlich die Ukraine-Krise oder als einer der Katalysatoren für die Ukraine-Krise. Und deswegen habe ich auch dieses schöne Bild mitgebracht, was das meiner Meinung nach alles ziemlich schön zusammenfasst. Man weiß gar nicht, was das Bild jetzt aussagen soll, außer dass Putin vielleicht ein geiler Hecht ist. Aber man sieht hier irgendwie Hakenkreuze, die ukrainische Flagge, irgendwie ein Feuer im Hintergrund. Ist Putin jetzt ein Nazi oder finden das vielleicht Leute gut, dass er ein Nazi ist? Man weiß es nicht genau und das ist meiner Meinung nach auch ein Aspekt bei Verschwörungstheorien, dass es manchmal einfach überhaupt gar keinen Sinn macht. Aber das ist ja auch ihr Wesen. Sie sind wie heißt es in der Fachsprache so schön? Heterodoxe, ich hab's vergessen. Wie heißt es, Johannes? Heterodoxe Wissensbestände. Und die Idee dahinter ist natürlich, also ganz platt gesprochen, die Welt wird komplizierter und wird weniger verkraftbar und die Leute brauchen irgendwelche Erklärungsmuster. Das ist auch noch weiter und ist noch komplizierter, aber sagen wir mal, im letzten Jahr war natürlich, die Verschwörungstheorien sind ja gesprüht und zwar auch in dem Mainstream-Bereich. Ich glaube, das ist einer der wesentlichen Aspekte, den man nicht unterschätzen darf, der sich ja auch jetzt geändert hat. Das Ganze ist natürlich auch immer verbunden mit Antisemitismus, den wir jetzt auch nicht erst seit Pegida kennen. Das ist natürlich ein Aspekt, der immer wieder auftaucht, der ja auch ein Phänomen der Moderne ist. Also da könnte man jetzt auch noch sehr weit gehen, aber das ist natürlich nicht jetzt Teil der Sache. Und jetzt gerade auch letzten Sommer natürlich mit der Konfrontation zwischen IDF und Hamas ist das Ganze nochmal hochgekocht. Und das ist, habe ich ja auch ein schönes Bild, das ist jetzt aktuell, aber beschreibt Antisemitismus und beschreibt auch, wie das zusammenhängt, auch mit Verschwörungstheorien, nämlich die Flut in Gaza aufgrund von Regen, ne, weil Regen, Wüstenboden und so, da passieren halt Wasserströme. Und das hieß natürlich, also es war sogar ein hochrangiger Hamas-Typ, der dann gesagt hat, ja, das war Israel, weil die Dämme, die nicht vorhanden sind, geöffnet haben, um Gaza zu fluten. Da habe ich dieses wunderbare Bild gefunden, was das Ganze natürlich aufs Korn nimmt, aber was zeigt, dass man wirklich jeden Blödsinn über Israel erzählen kann, der geglaubt wird. Ich habe wirklich lange gebraucht, dieses Foto zu finden, weil wenn man Israel, Gaza und Flood eingibt oder Flut,
kommen halt wirklich ernsthafte Berichte. Also auch von durchaus Nachrichtenseiten so. Und das ist natürlich was, was sehr schwer auch anzugreifen ist, argumentativ, und was sich überall einsammelt. Die nächste Vorbedingung ist antimuslimischer Rassismus. Da glaube ich, brauchen wir nicht viel zu sagen. Außer die Fresse hier. Dass das ein Problem ist, wissen wir schon länger. Und dass das auch sehr facettenreich sein kann und auch sehr schnell und sehr oft gegen Antisemitismus ausgespielt wird, wie wir es jetzt in der Studie des Zentrums für Antisemitismusleugnung gesehen haben. Das ist aber etwas, was natürlich bei Pegida eine riesengroße Rolle spielt, während der Antisemitismus eigentlich eher nachrangig ist und sich eher in diesem verschwörungstheoretischen Bereich befindet, was wir aber auch gleich noch an den Beispielen sehen werden. Und dieser ganze Aspekt mit Political Incorrect, und da bündelt sich ja alles Mögliche an Bösartigkeiten. Und das Ganze natürlich auch die Hetze gegen Flüchtlinge, was auch 2014 halt stark stattgefunden hat. Und 2014 war auch im Januar tatsächlich der erste Übergriff auf ein Geflüchteten oder auf ein Refugee Home in Rostock-Lichtenhagen wieder, seit Jahren. Und seitdem jeden Monat eigentlich Übergriffe auf Flüchtlinge, und das in Kombination mit dem Problem überhaupt, dass wir so viele Flüchtlinge haben wie noch nie weltweit, das in Kombination waren halt die perfekten Voraussetzungen für diesen Meinungsbrei. Das sieht man hier auch nochmal, die Hetze gegen Flüchtlinge. Das ist auch ein aktuelleres Beispiel, das ist auch in unserem Projekt entstanden. Das hat Malte zusammengebastelt. Wir sehen hier also den Fall Khaled, der ja jetzt im Nachhinein sich auch noch als anders herausgestellt hat, oder oberflächlich. Ich meine, die sächsische Polizei ist nicht, stelle ich sogar ein Geständnis in Frage. Man sieht hier ganz klar, einer weniger, der ist auf Crack aus dem Fenster gefallen und so weiter. Also man sieht hier ganz klar, auf welchem Niveau hier mit den Leuten gesprochen wird. Und das sind auch alles Leute, also es verbindet sich alles. Das sind alles Sachen, die zusammenkommen. Das ist also so die inhaltliche Ebene. Das knüpft ja auch ein bisschen an den Vortrag von Anne Helm an, die ja hier über Rostock-Lichtenhagen und so weiter, inwiefern das wieder passieren kann in Deutschland, referiert hat. Also da könnt ihr auch nochmal in der Mediathek oder so gucken, von der N64 hier. Die hat das sehr ausführlich auch gemacht, wie da die Hetze wirklich auch stattgefunden hat. Dann die Beschaffenheit von Pegida. Das sind jetzt mehrere Aspekte, die da an Informationen zusammenfließen. Also wir haben zum einen die Studie der TU Dresden, wir haben eine Studie des Zentrum für Demokratieforschung in Göttingen und für Protest und für Protestbewegung das Institut. Und die haben alle eigentlich, also ich fange jetzt von unten an, die haben alle eigentlich die gleichen Erkenntnisse gewonnen über die Beschaffenheit von Pegida und wer da eigentlich demonstriert, nämlich männlich, selbstständig, mittelalt, heterosexuell und weiß. Das selbstständig ist was aus der zweiten großen Quelle kam, nämlich Pegida mag dich. Weiß nicht, ob ihr die Seite kennt, wo Leute die Facebook-Likes und die Facebook-Gruppen ausgelesen haben und tatsächlich selbstständig als meistes angegeben wurde. Also das trifft wahrscheinlich, es wurde nicht genau aber es trifft wahrscheinlich auch sehr viele Handwerker und Leute in diesen Bereichen, die dann diesen Selfmade-Man-Mythos irgendwie spielen. Jetzt, sie waren ja auch alle auf der Schule des Lebens, danke, genau, also das ist ja auch oft da. Und die Studien kann man natürlich kritisieren, weil das wurde auch schon gemacht von Stefan Niggemeier zum Beispiel, wobei ich da ihm auch widersprechen würde, weil natürlich hat nur ein gewisser Teil geantwortet bei den Umfragen und ein großer Teil hat sich verweigert, aber das ist eben auch für mich eine Inspiration und ein Anlass gewesen zu sagen, okay, wie ist es denn tatsächlich beschaffen? Kann man das in Gruppen einteilen? Und wir haben drei Gruppen ausgemacht, die ich gleich nochmal genauer erläutern werde, die aber anhand dieser Gruppen, wo sich erklären lässt, dass halt bei den die geantwortet haben, eben männlich, selbstständig,
also dass die Beschaffenheit auch in den anderen Gruppen vorhanden ist. Also wenn nur ein Drittel geantwortet hat, kann man grob Pi mal Daumen sagen, es gibt noch zwei andere Gruppen, die halt nicht geantwortet haben. Und woran liegt das? Da gibt es auch Gründe für. Und natürlich muss man sehen, dass es in Dresden anders beschaffen ist als in Leipzig, anders beschaffen ist als in anderen Teilen, wo es war ja wirklich überall, dass diese GIDA-Sachen da eben aufgeploppt sind. Und das muss man dann sehen. So. Und inhaltlich, das ist natürlich auch, die Vorbedingungen sind natürlich auch inhaltlicher Natur, aber das das kanalisiert sich natürlich alles in diese Islamisierung. Auch da kommen auch dann wieder Verschwörungstheorien und so weiter rein. Und man kann im Endeffekt sagen, also das hat zumindest, haben wir das in dem Dossier formuliert, man kann sagen, dass wir jetzt im Prinzip die dunklen Seiten des Internets eben auch auf den Straßen sichtbar werden und als Aufhänger im Prinzip Islamisierung, wo sich aber alle irgendwie dann irgendwie Schnittstellen finden und irgendwie sich alle ja irgendwie um den Volkstod um den Volkstod sorgen. So. Jetzt nochmal zu den Gruppen. Also die erste Gruppe sind die klassischen WutbürgerInnen. Das sind auch Frauen dabei, in der größeren Zahl als auch in den anderen beiden Gruppen. Es sind viele Rentner, also es sind natürlich auch, ich müsste das es ist nicht so ganz wissenschaftlich, es sind eher die Beobachtungen anhand von Wissenschaft auch zusammengetragen. Ich bin ja auch eher Freund davon zu sagen, wenn man ein klares auch Mindset hat und klare Kriterien anlegt, dann kann man eben auch Erkenntnisse gewinnen. Und die Wutbürgerinnen sind sehr oft Menschen in stabilen wirtschaftlichen auch Situationen. Das heißt, sie haben in erster Linie auch eine Anspruchshaltung an den Staat und an die Gesellschaft, haben irgendwie eine diffuse Angst. Also das ist so, diese sind eigentlich der Teil der bürgerlichen Mitte, der sich bei diesen Pegida-Demonstrationen eben auch engagiert hat. Und die Frage, also die ich mir zumindest bei den drei Gruppen auch gestellt habe, war immer die Frage auch nach Staat und Kapital. Also wie stehen die einzelnen Gruppen zu Staat und Kapital? Und zum Staat stehen die Wutbürgerinnen, sagen wir mal, grundsätzlich sehr fordernd, also zu sagen, die Verwaltung muss doch funktionieren, der Staat muss doch irgendwie Dinge leisten. Und in Bezug auf Kapital sind sie meistens dann eher pro-kapitalistisch, weil sie einem oftmals auch in den eigenen, in der eigenen Realität recht gut abgesichert sind und das System eigentlich nicht grundsätzlich in Frage stellen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Und das sind auch die antworten. Weil das sind die, die eine ganz furchtbares Sendungsbewusstsein haben, die auch das Gefühl haben, dass sie nicht gehört werden und die dann eben zur Presse auch gehen und sagen, hier, ich habe da was zu sagen. Und das ist, glaube ich, ein großer Aspekt, auch im Unterschied zu den anderen beiden Gruppen, sie haben nicht das Gefühl, dass sie etwas Falsches sagen, dass sie etwas sagen, was gesellschaftlich akzeptiert ist. Sie merken, sie kriegen Gegenwind und versuchen das so zu konstruieren, dass das eine Minderheit ist. Ja, also da kommen auch so Aussprüche in anderen Kontexten. Sowas wie diese komische, kreischende Minderheit, die sich für Flüchtlingsrechte einsetzt. Also solche Sprüche sind ja auch im Abgeordnetenhaus zum Beispiel schon gefallen. Also das ist so diese Gruppe, die natürlich, das ist auch eigentlich die Gruppe, die ein Sigmar Gabriel natürlich auch eigentlich einfangen will, weil das auch, sagen wir, von der Alters- und von der sozioökonomischen Struktur tatsächlich in großen Teilen SPDler sind oder SPDlerInnen sein könnten. Zweite Gruppe, Dekomplexitäre, das ist ein Begriff, den habe ich mir selber ausgedacht, nachdem wir da länger drüber nachgedacht haben. Der Knackpunkt ist die Frage, wie kann man diese ganzen Verschwörungstheorien zusammenbringen? Das heißt, wie kann ich die Chemtrail-Leute mit den irgendwie Impf-ESOs, mit den Reichsbürgern und all diese kleinen Splittergruppen, was haben die eigentlich gemeinsam? Und das ist auch die Gruppe, die sich im Netz, also das muss ich zu den Wutbürgern noch sagen, die sind natürlich im Netz nicht sonderlich stark vertreten. Die Dekomplexitären dagegen sind vertreten eine Gruppe, die sehr stark im Netz vertreten ist, die auch sehr oft im Netz Meinungsführer sind und Meinungsführerinnen. Auch da tendenziell weniger Frauen, ganz klar. Also
mehr als 10-20% kann man da nicht erwarten in den aktiven Gruppen. Und der Begriff Dekomplexitäre kommt jetzt davon, im Prinzip zu sagen, was passiert eigentlich mit diesen mit diesem Impfwahn, was passiert eigentlich bei den Reichsbürgern und so weiter. Und das ist natürlich eine Form, die Realität einfacher zu machen, weniger komplex zu gestalten und Erklärungsmuster zu finden, die einfach und zugänglich sind. Aber was jetzt Dekomplexitäre nochmal unterscheidet von denen, die einfach, keine Ahnung, an Gott glauben oder an Engel oder so, ist halt, dass sie zusätzlich noch ein ebenfalls aktives Sendungsbewusstsein haben, zu dekomplexitieren. Ja? Also es ist nicht nur so, dass sie sagen, das ist meine Meinung, sondern nein, das ist so. Hashtag Fakten oder so. Ja, also wo dann auch die absurdesten Sachen erzählt werden. Was habe ich heute gelesen? Russland hat im Ersten Weltkrieg an der Seite von Deutschland gekämpft, weil die Amerikaner mit den Zionisten verbunden waren. Hashtag Fact. Also falls einer von euch eine Idee hat, wie ich das genau, weil ich wirklich heute den ganzen Tag schon gegrübelt habe und auch schon mit meinem anderen Kollegen, wirklich, wir haben gegrübelt und wir haben es nur halb verstanden. Das ist genau das, wo Menschen ganz bewusst sagen, nein, das ist anders. Das ist anders, das ist so und ein darauf bestehen. Und davon hat man natürlich im Netz, also ich hoffe, das wird jetzt ein bisschen klar, davon hat man im Netz natürlich sehr, sehr viele Leute. Auch tendenziell männlich. Insofern wirtschaftlich gut gestellt, als dass sie sich offensichtlich nicht so viel Gedanken darüber machen müssen, wie sie Geld besorgen, weil sonst würden sie ja nicht den ganzen Tag das Internet voll spammen. Auch hier ist zu vermuten, dass sie weiß und heterosexuell sind. Das erklärt zumindest sehr viel stärker auch rassistische Ausfälle und so weiter. Das in Bezug auf die Verbindung zu Staat und Kapital. Staat ist bei ihnen, das ist ganz oft eine libertäre auch Herangehensweise, also der Staat als Feind und ganz wichtig, der aktuelle Staat als Feind. Also Staat an sich ist die eine Sache, aber der jetzige Staat. Und das fängt an mit den Männern, die irgendwie der Meinung sind, dass das Jugendamt eine Verschwörung gegen sie führt, weil sie irgendwie ihre Kinder nicht sehen können und endet halt bei, ich weiß nicht, Vera Lengsfeld, die der Meinung ist, dass der Antifa e.V. pro Stunde Antifa-Demonstranten 25 Euro zahlt. Also man sieht hier, ne, das ist ein weites Feld. Ja, tatsächlich. Und auch hier ist also in Bezug auf den Staat, das ist, der Staat muss bekämpft werden. Sehr ausgeprägte, auch paranoide Argumentationsweisen, paranoider Duktus. Der Bezug auf, also das Verhältnis zum Kapital ist interessant, meiner Meinung nach, weil das meistens halt das Einfallstor zum Antisemitismus ist. Das heißt, das sind genau die Ebenen, wo dann halt diese Zinskritik reinkommt. Wir müssen zurück zur Naturwirtschaft und so weiter. Also wo ein Unbehagen am Kapitalismus im Prinzip auch versucht wird, mit ganz einfachen Lösungen zu begegnen und dann aber halt ganz schnell Zinskritik, Judenknechtschaft. Das ist dann ganz oft der Weg dahin. Die dritte Gruppe sind halt Nazis. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Das werde ich auch gleich anhand von den Social-Media-Dingern eben nochmal besser darlegen können. Das sind organisierte Nazis, das sind Kameradschaften, das sind diese komischen kleinen Enklaven irgendwo in MacPom, wo sie einfach irgendwie sich eine Parallelwelt aufbauen. Da ist auch der Fall, dazu gehört auch der Fall, wo wir wieder die auch Parallelen sehen von dem Mädchen, was Sieghild hieß es, was gestorben ist, weil die Eltern ihm oder dem Kind kein Insulin gegeben haben. Es hat halt brauchte Insulin und es hat kein Insulin bekommen. Und das ist auch hier neue germanische Medizin. Die spielt da auch mit rein. Was? Germanische neue Medizin. Die spielt da halt auch. Also da sieht man auch die Verbindung. Und die Nazis, also ich habe es einfach mal so Nazis genannt, Neonazis, neue Rechte, da gibt es ganzes Potpourri an Begrifflichkeiten, an Begriffen, aber ich glaube,
mit Nazis ist einfach tatsächlich getroffen. Und die sind auch die, das ist zumindest meine Vermutung, das sind auch die, die vor allem auf der Straße und bei den Demonstrationen selber den Ton angeben. Weil das sind die, die wissen, wie man sich mit der Polizei so stellt, dass sie einem eben nicht was wegnehmen. Das sind auch die, die halt diese ganze, also nicht mit der Presse reden. Das hat man auch immer wieder auf Medienbildern gesehen, wo dann irgendwie einer Journalistin die Kamera weggeschoben wurde und das offensichtlich halt irgendwelche Kameradschaftstypen waren oder die ganz zufällig genauso aussahen und sich genauso verhalten haben und so weiter. Also das sind alles so Ebenen, die damit reinspielen. Und die Nazis nutzen das natürlich für sich und die haben das auch schon in den letzten Jahren genutzt. Die haben auch das Netz für sich schon sehr stark genutzt in den letzten Jahren, schon seit den 80ern für Rekrutierung und so weiter. Und sind damit auch leider erfolgreicher, als man das wahrhaben will. Also es sind auch einfach Lügenpresse zum Beispiel, ist ja sogar ein Nazi-Begriff aus der nationalsozialistischen Herrschaft. In den 30ern und auch 40er Jahren und dass das wieder so konsensfähig wird oder in der jetzigen Broschüre, die wir für die Stiftung machen, hat Johannes auch einen Text geschrieben mit in Bezug auf den Begriff Kinderschänder. Also wie der Begriff Kinderschänder eben ganz normal mehr oder minder in den Sprachgebrauch eingegangen ist, aber halt eine sehr starke Nazi, also Nazi-Ursprung hat. Jetzt sind wir bei Facebook, das sind die coolen Screenshots, die Malte gemacht hat. Facebook, man muss auch nochmal Facebook und Twitter unterscheiden natürlich und man kann auch Unterschiedliches zeigen. Also natürlich ist Pegida auf Facebook unfassbar erfolgreich, haben mehr als CDU und SPD Likes innerhalb von kürzester Zeit. Mittlerweile gibt es auch international Ableger und so weiter und so fort. Und das ein wesentlicher Aspekt, warum das erfolgreich sein konnte und warum das auch in den sozialen Netzwerken, also vor allen Dingen auf Facebook, so explodiert ist, ist natürlich, dass sich die ganzen Nazi-Seiten, also jetzt German Defense League, Identitäre Aktion und die NPD, da halt, also das gepusht haben. Die NPD ein bisschen später noch, aber die sind dann natürlich auch irgendwann auf den Zug aufgesprungen. Das heißt, also war von Anfang an, war das eine Bewegung, die also die Pegida-Bewegung war es eine Bewegung, die tatsächlich bei den klassischen Nazis und organisierten Nazis und Kameradschaften auf offene Türen gestoßen ist und sehr stark auch supported wurde. Also von da war von Anfang an die Verbindung da. Pegida mag dich, da hätte ich nochmal was reinbringen können, wo da auch nochmal die Verbindungen klar werden, wo dann also die Leute, die Pegida mögen, eben auch rechte Seiten, NPD und so weiter. Also das ist tatsächlich mit diesen Facebook-Daten nochmal zu unterfüttern, dass da halt von Anfang an eine ganz klare Verzahnung stattgefunden hat. Und dann natürlich auch, was man nicht vergessen darf, Charlie Hebdo Anfang Januar hat dann das auch nochmal international ein bisschen gepusht, weil diese Anti-Islam, Anti-Islamisierungsbewegungen haben natürlich eigentlich nur auf sowas wie Charlie Hebdo gewartet, auch wenn es dramatisch ist, dass es so ist. Aber das wurde natürlich dann dankbar auch aufgegriffen. Twitter ist natürlich nochmal ein anderes Medium. Ich denke, ihr kennt alle Twitter soweit. Bei Twitter ist natürlich, also bei Facebook, muss man mal sagen, Facebook ist einfach auch in der Masse. Und wir haben auch Sachen rausgefunden, wo da halt, wo im Endeffekt, oder Sachen erkennen können, wo, dass Facebook halt wirklich die Mehrheit ist und dann zum Teil eben auch etwas harmloser, etwas naiver, etwas weniger klar auch in der Ideologie. Das ist bei Twitter anders. Erstmal ist es so, dass du bei Twitter tatsächlich der erfolgreichste Pegida-Account bei Twitter ist ein Watch-Account. Also ein Pegida-Watch-Account. Das ist jetzt ein Foto, was einer der Pegida-Accounts gefafft hat. Das ist der I Love NS. Das ist ein Nikolaus, der von der Partei Die Rechte in Dortmund, also für die Partei Die Rechte in Dortmund unterwegs war. Dortmunds Rechte sieht man da oben auch. I Love NS, National Center oder National Socialism ist, glaube ich, ziemlich eindeutig. Und das ist interessant bei Twitter, weil Twitter ermöglicht ja sehr transparent
Kommunikation mitzukriegen. Und das war jetzt der eine Punkt, da pfafft Pegida, also der Betreiber, man darf ja nicht sagen, dass es Pegida ist, weil das ja nicht Sinn macht, aber die Person, die Pegida, den Pegida-Account betreibt, pfafft offensichtlich harten Nazi-Scheiß, um es mal offen, um es mal profan zu sagen. Und entsprechend habe ich jetzt mal so eine Liste, also so eine, eine Kette gebildet, wo man im Endeffekt sagen kann, okay, Eberhard ist der Wutbürger. Ja? Eberhard hat in seiner Biografie, in seiner Twitter-Biografie stehen, ich bin kein Nazi, ich bin nicht rechts. Also all diese klassischen Aussagen, ich habe das nicht und ich bin das nicht und so weiter. Pro Pegida, deswegen bin ich drauf gekommen auf den Account. Und fand ich auch, ich weiß nicht, der Wutbürger Eberhard, das fand ich auch schön plakativ. Und die Deutschlandfahne natürlich. Man kann jetzt sehen, er hat sehr wenig Tweets, sehr wenig Followings, er folgt wenigen und er hat auch wenig Follower. Was aber, ja, was auch, glaube ich, für die Wutbürger und in den sozialen Netzwerken sehr repräsentativ ist. Viele haben sich erst, also zumindest war das das, was ich im Monitoring so gesehen habe, viele haben sich erst angemeldet mit den Pegida-Sachen bei Twitter, weil sie gehört haben, da passieren irgendwie Dinge. Viele sagen auch, ja, ich war vorher nie politisch, aber jetzt durch das Netz und so weiter. Also das ist der klassische Wutbürger. Der folgt jetzt, abgesehen davon, dass er dem Schau-Hin-Account folgt, was eine rassistische Instrumentalisierung des Hashtags Schau-Hin, wo es eigentlich um Alltagsrassismus geht, ist. Aber man sieht ja schon, für alle nationalen Tweets gegen Überfremdung schaffen wir eine solidarische Einheit. Ja? Also es ist eigentlich schon sehr eindeutig, aus welchem... Aber Eberhard folgt auch dem Krümelmonster. Das Krümelmonster wiederum ist auch, abgesehen davon, dass das Krümelmonster ja mittlerweile auch nur wirklich irgendwie ein Symbol geworden ist für Nazis, bei den ganzen sogenannten Nipstern, den Nazi-Hipstern. Und es kommt daher, dass sich ein Nazi mal als Krümelmonster verkleidet hat und dann durch die Gegend gelaufen ist und es war in Brandenburg und der ist da, das ist weltweit durch die Decke gegangen. Also das Krümelmonster ist weltweit mittlerweile von den, also als Code für die Nazis. Und jetzt gucken wir uns an, die folgen auch nicht viel, ein bisschen mehr Follower, schreibt auch furchtbar rassistischen Quatsch. Furchtbare Sachen sowieso überhaupt. Was aber interessant ist, ist der Pfaff von Freies Netz Jena. Freies Netz Jena, für die Leute, die sich mit dem Thema ein bisschen auskennen, da ist schon, da macht es schon irgendwie so, hm? Und wenn man jetzt auf den Account geht, die folgen den Nationalsozialisten Nordharz. Also es ist innerhalb von kürzester Zeit vom Wutbürger zu den Dekomplexitären, dafür ist das Krümelmonster auch ziemlich, also dieser Account ist sehr exemplarisch, weil diese Form, also diese Gruppe innerhalb der Pegida-Bewegung halt sehr in diesem verschwörungstheoretischen Ding ist, nicht in dem klassischen Nazi-Bereich. Zum Teil gibt es da auch Überschneidungen, das will ich, also sehen wir ja, aber ist nicht originär, sondern eher eben mit dem Krümelmonster popkulturelle Referenzen werden damit eingeflochten, irgendwie lustige Videos, lustige Montagen, die halt alle auf den, also für Leute, die sich damit auskennen, auf den ersten Blick rassistisch sind, aber für viele eben halt nicht. So, und die folgen jetzt, wie gesagt, da sind dann die Nazis. Der welcher? Nee, der, achso. Ja, yeah, genau, genau. Blood and Honor. Genau. BH, Blood and Honor, Revolta 28. 28 ist. Genau. Also da siehst du, also das sieht man schon, aber ich habe natürlich jetzt auch, wollte das natürlich plakativ machen, weil die nennen sich Nationale Sozialisten Nordharz. Ja. Also das steht dafür. Und da kann man halt diese Verbindung sehen und auch, wie sich diese drei Gruppen auf Twitter abbilden lassen und wie im Endeffekt auch dadurch die erste Gruppe, also die Wutbürger, ganz absurd radikalisiert werden. Also ich hab da auch schon mal in die andere Richtung Witze drüber gemacht, dass das ja auch, Twitter auch das ist, was es tut. Da ist dann plötzlich irgendwie
der depressive Rich Boy kommt auf einmal irgendwie mit Punks in Kontakt, mit denen er noch nie in Kontakt gekommen wäre. Und die teilen sich aber plötzlich die gleiche Meinung. Und plötzlich teilt er dann halt Bomba Harris, do it again. Sachen, die dann seine Familie verstören oder so. Alles natürlich fiktiv. Aber das sind natürlich, diese Bewegungen haben wir natürlich auch bei den Rechten. Genau diese Vernetzungsbewegungen. Und auch schon länger. Weil die Nazis das halt schon sehr effektiv machen und weil wir halt auch gerade diese dekomplexitäre Brei und diese Menschen, die da agieren, die auch gefühlt jeden Tag mehr werden, dass die natürlich andocken bei den Nazis und andersrum. Und dann kommen dann die Wutbürger und die kommen spätestens mit, warum sollen wir das jetzt Paprikaschnitzel nennen? Also wo sie sich dann für den Erhalt der traditionellen Bezeichnung von Schnitzelsoße engagieren. Wie das Peter Hane ja auch schon in einem ganzen Buch getan hat. Hier auch nochmal Twitter, auch um das nochmal zu, das ist jetzt wirklich auch ein harter Scheiß, also wir sehen hier zum einen halt auch die Verbindung ins Popkulturelle, ich habe jetzt den Quatsch, den Dieter Nuhr da gesagt hat, mit weiter überdeckt, ist auch egal, also wir sehen hier Dieter Nuhr, der selber auch, ich glaube, der hat über Pegida nichts Positives gesagt. Also er hat sich auch davon distanziert. Ich weiß nicht, ob er es gemacht hat in dem Moment, wo er gemerkt hat, dass er eine ganze Menge Fans bei denen hat. Aber das ist halt eine klassische Situation. Also Dieter Nuhr wird herangezogen, weil halt irgendwie Pakistan und man muss Angst haben, umgebracht zu werden. Und wir sind ja alle sowieso total unterdrückt. Und da kann man schon sehen, der Germane, das sind auch alles, also es ist auch alles, die folgen sich auch alle gegenseitig. Das ist natürlich auch ein Universum, wie das ja auch in den linken Kreisen der Fall ist oder in anderen Kreisen. So, und da haben wir den Germanen, das ist halt hier DR, ist eine Anlehnung an Hashtag WR, was im amerikanischen im amerikanischen genutzt wird für White Rights und White Resistance. Das heißt, ich weiß, ich habe keine Erklärung gefunden, was es heißen soll. Es könnte heißen deutschen Rechte, es könnte heißen die Rechte, deutsches Reich. Deine Rechte. Deine, okay. Das, und so weiter, also da, ne, PEG. So, und das zeigt sich halt hier. Und dann ne, Trendschredder, hier wieder auch DR. Und nur wird, das ist halt genau das, was dann auch nur bedient. Also wo man auch wieder sagen muss, da strahlt der Mainstream halt auch wieder legitimierend rein. Hier unten haben wir den Thread-Schredderer, den habe ich auch mit reingenommen, weil er eben auch diese dekomplexitäre Ebene hat. Also vom Aussterben bedrohter, ungegenderter Penisträger. Also ich frage mich, wie man kein Gender haben kann. I don't know. Politisch inkorrekt und Anti-Linkser, Patriot, der gerne mal ein Bier trinkt oder auch mal 12. Nimm's locker. Und dann Wohnort 0815 rechte Ecke. Das heißt also, hier sieht man auch das Selbstverständnis, also der diese ganzen Zeichen da drauf. Das sind alles irgendwie auch mit diesem verschwörungstheoretischen Duktus, mit diesem paranoiden Duktus. Alle wollen was, alle stellen mich in die rechte Ecke, dabei finde ich doch nur Adolf Hitler gut. Also auf dem Level findet das statt. Und wir sehen halt auch hier wieder, dass die Islamisierung eigentlich nur ein Melting Pot ist für Antifeminismus beziehungsweise überhaupt jegliche Form von Geschlechtergerechtigkeit gegen Linke, ja, gegen Kritik eben auch am, also am deutschen Staat oder als an Deutschland. Weiß jemand, was das Zeichen oben links beim Trendschredder neben der Schweizer Flagge bedeutet? Also es geht gerade um die Frage, ob das, was das oben links auf diesem Twitter-Avatar da für ein Zeichen ist. Und das haben jede Menge Leute, teilweise links, teilweise rechts, in ihre Avatare übernommen. Das ist gerüchteweise das Zeichen, das durch Daesh, also ISIS, in den besetzten Städten an die Türen von Christen gemalt worden sein soll. Das ist aber eine ziemlich unbestätigte Geschichte. Die haben halt alle irgendwann angefangen, diesen Scheiß da auf ihren Avataren. Ah, okay. Aber gut, das heißt aber, man sieht hier, Schweiz ist klar. Ja. Und dann ist auch die Frage mit den Daesh, wenn was das Zeichen sein sollte, also ein ISIS-Zeichen im Sinne von Lass uns Solidarität zeigen mit den Christen wahrscheinlich.
Genau, also das ist das, da sieht man das, das, ja. Da unten sieht man auch durchgestrichene Moschee und so weiter und so fort. Und das ist, also das ist ein schönes Potpourri. Und dann haben wir natürlich auch noch, was auch auf Twitter und in diesem Diskurs halt viel stattfindet, sind halt einzelne Multiplikatoren. Dieter Nuhr gehört da jetzt nicht wirklich zu, weil er halt auch sonst Fans hat und ja tatsächlich, also sagen wir mal so, das, was er sagt, halte ich für dumm. Aber es ist im Rahmen dessen, was, was meiner Meinung nach in der Gesellschaft toleriert werden muss. Ja, absolut. Aber wenn wir jetzt schon mal, jetzt kommen wir zu Akif Pirinci, der wahrscheinlich, sobald er dieses Video sieht, eine Hetzjagd gegen mich starten wird. Weil er sich das bisher nie hat nehmen lassen. Und er schreibt jetzt, Hammer, der Thiese nennt Flüchtlinge bei Jauch schon Bürger, die aus dem Ausland kommen. Ich dachte, die nennt man Ausländer. Ist auch was, wo man jetzt grundsätzlich sagt, naja, kann man irgendwie, wie soll man sagen, ist auch noch was, was man irgendwie im Rahmen von Meinungsfreiheit und einer pluralistischen Gesellschaft irgendwie verkraften kann. Interessant wird aber, wer das blockt, wer das pfafft. Unter anderem Dieter Riefling, den ich nicht ohne Grund geblockt habe, weil frei, sozial und national sagt schon alles, eine, wer den nicht kennt, ist eine absolute Größe in der Nazi-Szene, in der Deutschen. Das heißt, da findet Interaktion statt. Da wird gegen, also ich glaube, Riefling ist auch der präsenteste Nazi bei Twitter, würde ich behaupten. Also wenn er mal nicht im Knast ist und nicht twittern darf. Aber sonst halt, also jemand, der auch versucht, in Diskurse einzugehen. Seine Ex-Frau Ricarda Riefling ist auch auf Twitter. Die schreibt auch sehr, sehr viel. Aber hier zeigt sich nochmal schön, finde ich, an diesen drei Bildern, also wie die, also wie Pegida sich auf Twitter zeigt und wie Pegida auf Twitter eben auch funktioniert. Und man hat dann eine Form von Radikalisierung, die dann halt, stark auch über Humor funktioniert. Das heißt, also das ist einer der wesentlichen Aspekte, das sieht man ja auch, das von Akif Pirinci soll ja auch, ich glaube, es soll lustig sein. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, er meint es als Witz tatsächlich. Und auch unser hier unser genderloser Penisträger, der findet es ja auch witzig, was er da schreibt. Ne? Also wenn er schreibt, ihr trinkt gerne mal ein Bier oder auch mal 12, ist ein Karlauer. Und viel läuft über Humor, viel läuft über nicht so ganz ernst nehmen, ironisch, Augenzwinkern und so weiter und so fort. Das sind alles Ebenen, wo eine stetige Radikalisierung stattfindet. Wie das jetzt weitergeht, also es wird nicht das Letzte sein. Es hat sich halt jetzt einmal in Pegida entladen. Das sind natürlich jetzt alles auch aktuelle Beispiele, weil gerade auf Twitter ist es auch unglaublich schwer, halt irgendwie die Sachen dann für März, April oder so nachzugucken. Aber wir können sehen, dass es eine Entwicklung ist, die stetig stattgefunden hat, die auch befeuert wurde, eben durch weltpolitische Ereignisse wie zum Beispiel die Ukraine-Krise, und wo jetzt eigentlich zusammenwächst oder zusammenkommt, was zusammengehört, nämlich reaktionäre Ideologien. Und die setzen sich in erster Linie, also ich hatte vorhin schon den Volkstod mal erwähnt, es dreht sich irgendwie alles um das Volk. Und das zeigt sich dann in Form von Rassismus, von Nationalismus, von jeglicher Form von Anti-Gender, was überhaupt keinen Sinn macht, das so zu nennen, aber das ist ja das, was das eigentlich beschreibt, wo ja dann auch meiner Meinung nach Homophobie und so weiter drunter gefasst werden kann. Und natürlich Antisemitismus, der All-Time-Klassiker. Um das jetzt nochmal zusammenzufassen, haben wir diese 6 Thesen. Ach, Entschuldigung, Lara. Studium häufiger begegnet. Ist das so ein, also dass sie das über irgendwie Humor versuchen zu machen, ob man diesen Humorstil jetzt irgendwie tatsächlich teilt oder nicht, ist ja nochmal was anderes. Ist das so ein, im Zweifelsfall kann man sagen, es war ja nicht so ernst gemeint? Also gerade von den Leuten, die irgendwie so dieses Meinungsfreiheit 1.11-Ding haben, also irgendwie so, halt, also dieser Punkt, dieses
nicht, das kann man ja mal sagen oder das wird man ja wohl noch sagen dürfen, sondern halt so dieses, das war doch nur ein Witz. Also weil das passt, ich habe das Gefühl, dass das relativ viel passiert, wenn sie dann direkt darauf angesprochen werden von Leuten, die ja. jetzt nicht so krass tief drin stecken wie irgendwie, keine Ahnung, Dieter Riefke. Also ich glaube, dass bei den, wenn wir jetzt nochmal das auf die drei Gruppen beziehen, dass die Nazis das auf jeden Fall, also zum Teil ja auch wirklich witzig finden, also es ist ja zum Teil wirklich ihr Humor und Humor hat ja auch die Funktion irgendwie zu verbinden, zu lösen auch oder problematische oder schwierige, emotional schwierige Situationen irgendwie aufzulösen. Aber ich glaube, dass das ganz bewusst bei den Nazis auch eingesetzt wird. Ganz klar. Also als auch dann, falls es, also gut, gewisse Sachen kannst du auch nicht als Humor verkaufen, danke Paragraph 130, aber die Grenzen sind ja recht spät, was ja auch richtig ist. Also das will ich auch mal festhalten, also gerade auch Volksverhetzungen und andere Sachen sind halt juristisch sehr, sehr schwer beizukommen. Also da gibt es in Deutschland halt die eine Norm mit der Schwa und das ist auch richtig und dann wird es aber schon schwierig. Bei den Dekomplexitären, glaube ich, ist viel davon tatsächlich auch Schutz, aber eher unbewusst. Also die Nazis machen Dinge einfach auch viel bewusster, weil sie ja tatsächlich ja auch in einer Widerstandssituation sind. Nur, dass sie halt einen Widerstand gegen etwas machen, was die Mehrheit eigentlich gar nicht so schlecht findet. Und die, also das merkt man schon, dass dann, das ist schwierig bei der, also bei diesen Verschwörungstheoretikern finde ich das sehr schwierig, dass, inwiefern man das mit Humor zusammenbringen kann, das müsste man sich nochmal genauer angucken, aber das ist schon sehr, also ich meine, da gibt es ja auch, dadurch, dass es so stark popkulturell auch beeinflusst ist, ist natürlich Humor da auch eine Riesennummer und gerade auch das Krümelmonster zum Beispiel, da wird ja schon versucht, das witzig zu machen und so. Wo halt auch Humor ganz bewusst ein Mittel ist, um Menschenverachtendes zu transportieren. Und das trifft, glaube ich, bei den Wutbürgern, ich glaube, bei den Wutbürgern ist es wirklich so, dass sie das nicht als Schutz nehmen, sondern dass sie es einfach wirklich, das sind für die Witze, das sind Sachen, über die die lachen. Und das deckt sich auch, dass das zu großen Teilen wirklich deren Humor ist, deckt sich auch damit, dass bei Pegida Mag dich bei der Auswertung der Facebook-Likes rauskam, dass irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Prozent, ich habe es nicht ausgerechnet, aber ein Großteil der Leute Pegida und Mario Barth mögen. Also und den Postillon, ganz genau. Also das muss man auch sehen, stimmt, den Postillon, danke. Aber also die ideologisch gesehen passt Mario Barth natürlich wunderbar zu Pegida. Und eben auch, man sieht ja auch Dieter Nuhr, ja, also ich meine, Dieter Nuhr würde das wahrscheinlich als Humor deklarieren. Und das hat er ja auch schon ein paar Mal gemacht, mit, wo er ihm dann ja antimuslimischer Rassismus vorgeworfen wurde. Aber ist schwierig. Aber ich glaube, bis zum gewissen Grad ist es definitiv Taktik. Aber auch ganz viel schlechter Humor einfach. Ja. Um das Ganze nochmal zusammenzufassen, habe ich einfach nochmal die 6 Thesen, die wir erarbeitet haben, zusammengepasst und würde die nochmal kurz erläutern. Also Pegida ist neu, die Inhalte sind es nicht. Neu ist die Verbindung dieser Ressentiments aber mit einer massiven Hetze gegen die Presse. Also das kommt auch noch hinzu, das habe ich jetzt rausgelassen, das könnt ihr in dem Dossier dann nochmal nachlesen. Stichwort Lügenpresse, ja, das ist natürlich irgendwie, ist ja das Unwort des Jahres 2014 auch. Aus einer linken Sicht ist es natürlich gar nicht so verkehrt, dass die Presse jetzt auch angegriffen wurde, in der Form sich auch angegriffen gefühlt hat, weil die das jetzt mehr ernst genommen haben. Das muss man leider traurigerweise so konstatieren. Viele Medien haben das nicht lange nicht ernst genommen oder viel zu wenig ernst genommen. Und wir sehen, es ist alter Wein in neuen Schläuchen. Die Ressentiments sind die gleichen, die Struktur ist die gleiche. Die Argumente, die reaktionären Haltungen, Neues, aber halt A, Pegida und Neues vor allen Dingen die Verbindung, diese klare Verbindung in den sozialen Netzwerken und Twitter dann zum Beispiel spielt da auch eine avantgardistische Rolle, wie es das ja in vielen Teilen, zumindest in Deutschland tut, weil die Zahl der deutschen User ja sehr, sehr gering ist. Aber man hat dann halt auch mal so einen Top-Nazi
für den Riefling dabei. Politisch gesehen ist Pegida eine Plattform, die unterschiedliche radikalisierte Positionen zum Teil aus dem klarrechten Spektrum verbindet. Unter dem Kleber Islamisierung findet dann halt das Zusammenfinden. Und dann, also ich glaube, dass wir jetzt auch in den nächsten Jahren vor allen Dingen mit dem Volksbegriff und mit dem Volkskonstrukt zu kämpfen haben werden. Und da verbinden sich rechte Positionen, meiner Meinung nach. Zum Teil auch mit Positionen, die manche Leute als links bezeichnen, aber darüber werden wir noch viel streiten. Eine These zu Facebook. Pegida konnte auf Facebook super erfolgreich werden, weil die Bewegung seit ihrem Beginn von einem breiten Spektrum von Rechtsextremisten und Rechtspopulisten viral in der virtuellen Welt verteilt wurde. Das ist also nochmal zusammengefasst, was ich ja vorhin schon dargelegt habe. Der Erfolg bei Facebook ist tatsächlich in der breiten Masse. Es hat auch schon vorher stattgefunden mit Verbindungen, mit diesen Gruppen. Wir haben das zum Teil auch zur Ukraine sowieso, aber auch schon, gibt auch ja Überschneidungen mit den, also anhand der Dekomplexität gibt es ja auch Überschneidungen zu dem Friedenswinter und den Mahnwachen und dem ganzen Quatsch. Und da, das findet vor allen Dingen auch organisatorisch auf Facebook statt. Das ist natürlich schwer nachzuweisen, weil die natürlich alle auch in geschlossenen Gruppen sind, aber da wird viel organisiert und dann die offenen Gruppen natürlich auch dazu. Genau, das mit Twitter habe ich schon gesagt, das ist einfach eine Avantgarde, die eben auch neue Mitglieder rekrutiert. Zum Beispiel Eberhard, der jetzt irgendwie den ganzen, ja, Johannes lacht schon, der hat viel von Eberhard gehört in den letzten Wochen. Also Eberhard, der einfach, also wo man wirklich sieht, also wo meiner Meinung nach auch dieses Rattenfänger-Ding gar nicht so das falsche Bild ist. Weil klar, Eberhard hat ja offensichtlich ein Bedürfnis und er hat offensichtlich auch eine Ebene, wo er da andocken kann, sonst würde er den Accounts ja nicht folgen und sie nicht irgendwie lesen und auch favorisieren und so weiter. Aber er wird da ja in diesen Sog reingezogen und die Dynamik von Twitter ist auch nochmal eine ganz interessante, die man auch nochmal diskutieren kann. Eben diese Empörungsstürme, die wir alle kennen. Und dann erlebt so ein Eberhard mal irgendwie fünf pumpige Menschen und das ist er nicht gewohnt. Darauf kann ich wetten. Und je nachdem, wie fragil sein Ego ist, wird er dann halt darauf auch entsprechend reagieren. Also, und dann kommt der Sog automatisch. Also ich glaube, das kennen wir alle, dass dann halt auch die Geduld auf Twitter zum Beispiel, wenn man viel auf Twitter ist, irgendwann echt gering wird und man die Leute sehr schnell blockt, sehr schnell anpumpt, selbst wenn sie zum Teil nur nette Fragen stellen. Also das habe ich mir im letzten Jahr auch sehr abtrainiert, das eben nicht mehr zu machen. Pegida, nächste These, Pegida ist auch ein Aufstand Mittelalter-Personen, aber vor allen Dingen Männer, die der klassischen Mittelschicht entstammen, jedoch dominieren Nazis und dekomplexitieren die Bewegung auf der Straße und im Netz. Während die Neonazis, also da habe ich jetzt Neonazis geschrieben, aber während die Neonazis oder die Nazis halt die Straße stark beherrschen. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Das wäre bestimmt auch nochmal interessant, sich anzugucken, wie tatsächlich diese Demos abgelaufen sind. Weil die zum Teil halt auch dann wirklich, also die Ordner, die auf den Demos waren, gerade in Dresden, waren ganz oft eben auch dem rechten Spektrum zuzuordnen. In Leipzig war es ja noch extremer, das war ja wirklich nur rechte Szene. Berlin auch, aber es waren halt in Berlin wesentlich weniger als in Leipzig. In Erfurt war es ja noch schöner, da gab es dann Pegada und Endgame, also wo dann diese ganzen verschwörungstheoretischen Ebenen, die Amerikaner wollen uns irgendwie mit Chlor die Hühnchen vergiften und so weiter und so fort. Also wo das nochmal eine große Rolle gespielt hat. Genau, inwiefern Pegida auch ein Ostphänomen ist, ist in dem Dossier auch besprochen, ist komplex, aber nicht von der Hand zu weisen, meiner Meinung nach. Gerade auch dieser Ermächtigungsmoment von 89 spielt da, glaube ich, eine große Rolle in dem Spruch, auch wir sind das Volk, obwohl es ja eigentlich nur wir sind das Volk und ihr nicht heißt. Und zuletzt, die kontroverseste These, würde ich behaupten, ich wundere mich, dass da noch bisher nicht so viel Widerspruch kam, aber die Masse und Heftigkeit von Pegida ist einfach nur die logische Konsequenz der Debattenkultur im Netz in den letzten Jahren. Also das, was die Leute an Nichtwissen
bei gleichzeitigem Anstieg von Überzeugung, das ist was, was in den Debatten stattgefunden hat in den letzten Jahren im Netz, also seit 2006 ungefähr, seit ja auch die sozialen Netzwerke groß geworden sind, auch in Deutschland. Und ich glaube, das ist auch ein Beweis dafür, dass es eben nicht einfach nur Internet ist. Dass es eben nicht einfach nur Worte sind, sondern dass das Ganze eben auch rückwirken kann auf die Straße und wir im Endeffekt hier eine Bewegung sehen, die jetzt noch eigentlich am Anfang steht. Und diese drei Gruppen werden wir, glaube ich, die werden uns noch einige Zeit auch in ihrer Vernetztheit erhalten bleiben. So, das wäre es soweit von mir und ich würde sagen, wir können ja jetzt einfach nochmal die Thesen oder sonst wie Fragen diskutieren. Dann wäre ich nämlich soweit jetzt fertig. Oh, danke. So. Ja. Pegida ist nicht das erste Mal, dass sich eine solche Bewegung aus dem Netz auf die Straße raus bewegt hat, sondern man darf halt nicht vergessen, dass es nur ein bisschen, ein ganz kleines bisschen früher passiert. Das fing mit diesen Friedensmahnwachen an. Der exakt selbe Ablauf, nur halt aus einer etwas anderen Richtung. Diese ganzen, eher links geprägt. Halt links geprägt, ja. Irgendwie linksidentitären Geschichte, die aber eben, da bin ich halt auch sehr dicht bei Ivo Bosic, der sagt, die haben noch eine Gemeinsamkeit und das ist diese völkische Grundhaltung, dass es irgendwie sowas gibt wie ein Volkswohl. Und da geht es sowohl bei den Friedensheinis als auch bei Pegida rum, da irgendwie etwas für das Wohl eines Volkes oder verschiedener Völker, dieses hier, ja, in so einem ethnopluralistischen Grundgedanken, ja, exakt. Beide suchen sich also einen gesellschaftlichen Konflikt, der auf irgendeiner Ebene stattfindet, finden ein Erklärungsmuster für den und bieten dann ein gesamtes Weltbild darüber hinaus, das nach demselben Schema funktioniert. Und da ist man halt bei den Dekomplexitären, aber die machen halt auch die Masse aus, meiner Meinung nach. Bei den Mahnmachen auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Also wobei die wahrscheinlich schon, also zumindest im Netz, machen sie ganz klar tonangebend. Das sind die Leute, die halt, also das sind auch die dann diese komischen Videos, wo Putin auf einem Bären mit Laseraugen gegen Merkel in Manhattan kämpft. Oh. Ich finde das nicht mehr. Ich finde das Video nicht mehr. Es ist, aber es sieht aber aus, als hätte es der Kreml bezahlt. Also so schwer kann es eigentlich nicht zu finden sein. Ja, Entschuldigung, es ist viel zu super gute Qualität, das Video. Und es war mega. Irgendjemand hat da gut Geld für gekriegt, dieses Video zu machen. Und die rennen halt, klar. Und die rennen ja, du bist ja bei den Montagsmahnwachen, bist ja auch ganz schnell bei den Zins. Kritikern und also ich glaube, die Friedensmahnmachen und die Pegida unterscheiden sich tatsächlich im Kern nur von ihrer Haltung zu links und zu einer linken Identität und bis zum gewissen Grad natürlich auch zu der Frage von Gender. Also ich habe es auch schon erlebt, dass da Redner, also was ich meine mit linker Identität, also bei den Friedens bei den Warnmicheln findest du halt Leute, die vegan leben, die gendern und so weiter, also die auch neolinke oder neulinke Identitätsmomente auch annehmen und auch gut finden. Ich glaube, da ist nochmal der entscheidende Unterschied, weil, wie gesagt, also da bei der im Brandenburger Tor stand auch schon ein Typ, der hat halt dann irgendwie antimilitaristisch argumentiert, pazifistisch und hat dann aber halt, also er hat quasi gesagt, Soldaten und Soldatinnen zurück ins Reich, so. Also er hat aber gegendert. Ja. Also so, ich glaube, das ist einer der wesentlichen Unterschiede, dass da halt die Haltung und die
Genau, also das ist so, die Ebene ist ja bekannt. Das ist ja ein klassischer eigentlich so, ja, was kämpfen die denn da am Kundus oder am Hindukusch, was kämpfen die denn da? Aber dass der Typ dann halt auf der Bühne sagt, Soldaten und Soldatinnen zurück nach Hause, also finde ich Absurdität schwer zu übertreffen. Frage, Kommentare zu der letzten These und nämlich ich kenne mich nicht so gut wahrscheinlich wie die anderen mit der Situation in Deutschland, aber also in Amerika gibt es diese Tendenz auch, dass es einfach Verschwörungstheorien gibt und dass also ich würde sagen, die Republikanische Partei im Moment ist halt eine Gemeinschaft von Leuten, die sonst aus dem politischen System ausgeschlossen wären, wenn das irgendwie Sinn macht. Sie haben halt alle unterschiedliche radikale Positionen, die manchmal oder teilweise nichts miteinander zu tun haben. Ja. Aber diese Partei bietet die Möglichkeit an, am politischen System teilzunehmen. Und ich würde auch sagen, gibt es eine Korrelation wirklich zwischen der Debattenkultur im Netz und die heftige oder der Anteil immer wachsenden Anteil von Pegida-Teilnehmern? Oder hat das eher damit zu tun, dass immer mehr Leute eventuell in Deutschland sozial abgehängt. Wie Außenseiter, sich wie Außenseiter fühlen. Sie abgehängt fühlen. Oder ist okay, das auch eine Möglichkeit? Natürlich also hat es mit verschiedenen, vielen Faktoren das ist auf zu jeden tun. Fall ein Aspekt. Ja. Also die, wobei es ein bisschen abstrus, also wobei da in Deutschland man meiner Meinung nach noch mit einbeziehen muss, dass Deutschland wirtschaftlich ja im Vergleich auch sehr gut dasteht. Ja. Auch im europäischen Vergleich. Und auch im Vergleich zu den USA. Ja. Also jetzt de facto, wie die Unterschiede sind und wie die, ja. Genau. Ja. Und das ist abstruserweise aber ein Punkt, der meiner Meinung nach diese Bewegungen supportet und trägt, weil die Leute die Angst quasi wirklich vor der Haustür haben, nämlich so zu enden wie die Griechen oder die Spanier. Ja, also oder die bösen Amerikaner, die davon genau. Stehen. Ja. Also so. Und gleichzeitig aber die Politik der letzten Jahre, auch der deutschen Regierung, ja wirklich mit antimuslimischem Rassismus, aber auch so, auch nur Rassismus mit Flüchtlingshetze und so weiter, ja auch bestritten wurde, legitimiert wurde und noch hinzukommen, ja zum Teil wirklich mit, also auch mit intellektuellem Quatsch. Also diese ganze schwarze Null-Debatte, ja, ist fiskalisch, macht das überhaupt keinen Sinn. Ein Staatshaushalt irgendwie wie das Sparschwein zu behandeln, macht keinen Sinn. Und das ist aber passiert in den letzten Jahren. Also da könnte man sogar, das ist auch eine Form von Bedienen des Dekomplexitären, wenn dann Leute sagen, naja, man muss halt sparen. Ja. Dann hat man Geld. Das ist schon mal die Sprache auf der. So. Und so funktioniert es halt nicht. Also ich glaube, das ist auch, aber grundsätzlich auch eine Tendenz. Und das, was auch in Bezug auf die USA, ich glaube, dass die USA da schon weiter sind in der Debattenkultur und dass allein, dass jemand wie Sarah Palin und das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, ja, aber die ganzen anderen Leute, also wenn man sich da irgendwie, ich meine, kennt ihr die eine Szene, das ist mein Lieblingsgif, um klarzumachen, wie da die Debattenkultur in den USA und die sind natürlich die hegemoniale Kultur und das zeigt sich im Netz, wo Joe Biden und wie hieß er denn jetzt? Der Gegenkandidat, Paul Ryan, ja, ich glaube schon. Ryan Paul? Ryan Paul?
Nein, dieser, der war der Vize. Der war der Vize-Kandidat von Romney. Und er war mit Joe Biden in der Talkshow, also in der Vice Presidential Debate. Und Ryan hat halt wirklich diesen, auch zum Teil so diesen Verschwörungsquatsch erzählt. Und irgendwann kommt der Punkt, wo Biden ihn einfach nur noch auslacht. Also er lacht ihn wirklich aus. Ich liebe diese Szene und ich liebe diesen YouTube-Ausschnitt, wo Biden, der ja zu dem Zeitpunkt auch schon wie viel 100 Jahre in Washington ist, ja, der das Geschäft ja wirklich kennt und der auch wirklich intelligent ist und das auch versteht, und er sitzt da und denkt so, du siehst ihm das richtig an, der lacht richtig. Weil er da wirklich mit diesem Quatsch konfrontiert ist. Und da sieht man ja schon, dass, und ich glaube auch, dass das, sagen wir mal, in den USA, in anderen Medien früher auch stattgefunden hat. Ich glaube, das liegt auch daran, dass der deutsche Medienmarkt viel regulierter ist. Das hat Vor- und Nachteile. Also Nachteile sind zum Beispiel, dass Blogger hier fast kein Geld verdienen. Das ist in den USA anders. Vorteile sind, dass du halt ein gewisses Angebot hast, was dann die Masse doch eher packt und was noch so gerade irgendwie. Also es ist fragmentierter, es ist deregulierter in den USA. Und ich glaube deswegen, dass da eine ganz andere Debattenkultur auch stattgefunden hat. Und das aber auch zurückspielt. Und in Deutschland kommt dieser Schub ganz stark durchs Netz. Ich glaube, das sind so ein bisschen die Unterschiede. Und das immer noch mit den Medien zu tun hat, auch wenn nicht gerade mit dem Internet in den USA, ja. Genau, und in Deutschland ist es viel, viel stärker durch das Netz gekommen. Viel klarer. Klar ist natürlich auch ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass die deutschen Medien sich so krass in den letzten 20 Jahren verändert haben auch. Parallel auch zum Netz. Also ich glaube, das sind auch Wechselwirkungen, während in den USA natürlich viele Sachen schon viel früher Standard waren, auch im Fernsehen. Also vielleicht eher eine Idee, warum Menschen auch jetzt parallel zum Internet vielleicht empfänglicher werden für Verschwörungstheorien, dass sie sich selber nicht eingestehen wollen, dass sie keine Ahnung haben. Durch das Aufkommen des Internet hätten sie vielleicht die Möglichkeit, sich tatsächlich umfassender zu informieren. Ja. Sich aber einfach nicht die Zeit haben oder nicht die Geduld, sich wirklich zu informieren und deswegen auf einfache Lösungen zurückgreifen. Was, glaube ich, durch das Aufkommen des Internets deutlich verstärkt würde. Vollkommen richtig. Ich glaube auch, dass es eine Basis für gibt. Nämlich dieses wohltuende Gefühl, wenn du glaubst, was verstanden zu haben. Und das ist wirklich so. Also das ist ja irgendwie, du bist in deinem Alltagstrott, du fühlst dich auch, zum Teil fühlen sich die Leute natürlich abgehängt und zum Teil sind sie das ja auch. Machen wir uns nichts vor. Es ist ja eine kapitalistische Gesellschaft. Da sind Leute ja de facto auch abgehängt. Und dann kommen sie ins Netz und sind irgendwie bei Facebook und haben halt bei ihren 500 Freunden halt irgendwie eine Person dabei, die halt da irgendwie ein bisschen engagierter ist. Ja? Und dann postet der irgendwie was, ja, beim Kopfverlag oder bei irgendeinen neuesten deutschen Wirtschaftsnachrichten, DWN genau, und postet da was von, und die schreiben dann irgendwie, ja, habt ihr schon mal drüber nachgedacht, warum es den Zusammenhang gibt zwischen den und den Erkrankungen und Impfen? Oder vielleicht sind die Ossis so komisch wegen des Impfens. Also, ne? Gibt's garantiert. Ich schwöre, das können wir jetzt googeln und es gibt es. Es gibt einen Text darüber, dass die Ossis angeblich komisch seien wegen Impfungen und natürlich den Kita-Plätzen. Aber diesen Effekt, eine neue Information zu bekommen, die plötzlich Sinn macht und die etwas ordnet und eine Perspektive ermöglicht, die man vorher nicht hatte, das ist ja ein wohliges Gefühl. Das hat was, hat was sehr Bestätigendes, hat aber auch was Aufbrechendes. Also das ist der Rattenfänger-Moment, glaube ich, tatsächlich, der psychologische Rattenfänger-Moment. Also gerade bei Verschwörungstheorien, dass
das Gefühl, wenigstens eine Sache verstanden zu haben, einfach zu schön ist. Ja. Da kann man aufhören. Ganz genau. Und das, genau, dann braucht man sich nicht weiter beschäftigen. Dass man halt auch überhaupt was verstanden hat. Mikro darüber nochmal? Oder wolltest du noch was sagen? Okay. Ja, genau. Das ist halt ein Riesenfaktor, ne? Also dieses, das ist genauso wie war das, wenn man sonst nichts hat, wenigstens hat man Deutschland. Ja. Deutschland muss doch auch irgendwie, deutsch sein muss doch irgendeinen Wert haben. Sowas, ne? Das ist die Ebene, die da stattfindet, ja. Genau, also ich würde der Grundthese da auf jeden Fall zustimmen, der Grunderklärung, dass wir uns in dieser immer komplexer werdenden Welt Erklärungen suchen, die halt dann irgendwo in der Verschwörungstheorie und natürlich nahe der Anliegen beim Antisemitismus landen. Ich würde allerdings ein bisschen nochmal darauf hinweisen wollen, das stark machen wollen, dass wir alle darauf gezwungen sind, heutzutage Informationen einfach erstmal zu konsumieren und für uns aufbereitet werden zu lassen in dieser Welt. Also das funktioniert heutzutage gar nicht mehr anders, wenn wir irgendwie ein bisschen mitreden wollen. Also wir machen das auch. Also wenn ich mir von John Oliver was über Native Advertising erzählen lasse, dann lasse ich mir halt auch was erzählen. So. Und dann sage ich auch, ja, schon, das habe ich auch schon mal so beobachtet. Und ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass irgendein Reichsbürger, wenn der sich seine YouTube-Videos und seinen Leuten, die er denen folgt, anschaut, dass so viel anders läuft. Ich glaube halt einfach, dass wir ein bisschen tiefer hingehen müssen und über Ideologie reden müssen und halt über strukturelle Ressentiments, also Antisemitismus und antimuslimischen Ressentiments und so weiter, woraus dann folgt, was die Leute sich reinziehen und wo sie denken, ach ja, stimmt, das sehe ich auch, habe ich auch schon so ein bisschen so gesehen, weil das ist auch dieser Wiedererkennungsfaktor, das wird den Leuten nicht einfach reingeimpft, sondern dass wir halt neu für die formuliert, glaube ich, was schon tendenziell irgendwo da ist. Aber das geht dann halt tiefer und dann müssen wir halt, wie gesagt, über strukturellen Antisemitismus reden, über genau, wie es ja auch schon öfters hier anklang, über den Volksbegriff und so weiter. Also Ideologiekritik wäre da die Antwort. Wir sind nicht bei der Bahamas, Micha. Gemein. ich bin Jungle World. Die sind doch jetzt ideologiekritisch. Denken Sie. Ich wollte nur einfach mal kurz stark machen, dass das durchaus richtig ist, sozusagen. Die Leute suchen sich ihre Informationen irgendwoher, um sich bestätigt zu fühlen, um diese Welt zu verstehen. Das ist vollkommen richtig. Ist auch wichtig, das zu sagen. Ich würde halt nur stark machen, dabei nicht stehen zu bleiben, sondern dass halt Grundlage immer irgendwo ist, dann, genau, warum lassen Sie sich gerade von Elsässer was erzählen so, und warum finden Sie das irgendwo richtig? Weil ich glaube einfach nicht, dass Menschen, sobald sie alt genug sind, im Internet zu lesen, noch ein unbeschriebenes Blatt irgendwo sind, sondern das gesellschaftliche. Ja, klar. Sind. Also da würde ich dir auch absolut zustimmen. Das ist ja auch das, was ich am Anfang versucht habe zu sagen. Stufe 2 der Erkältung. Gesund. Das ist eben auch, wenn die Fakten und wenn die, sagen wir mal, klassische wissenschaftliche Herangehensweise, wie wir sie kennen und wie sie akzeptiert ist, habe ich am Anfang auch gesagt, naja, das entspricht jetzt auch dem, was ich hier vortrage, nicht alles zu 100% dem. Aber ich glaube, dass man eben ideologisch auch argumentieren muss und dass man sich auch outen muss, ideologisch. Und das ist natürlich, ich meine, da sind wir erstmal an der Stelle, wo wir überhaupt gesellschaftlich rehabilitieren müssen, dass es Ideologien gibt und dass es auch gar nicht falsch ist. Aber das ist natürlich der postmoderne Brei, in dem wir leben. Wollen wir hoffen, dass das kein dritter Weltkrieg beenden muss, sondern dass die Menschen durch Einsicht lernen. Ja, wie so oft. Das wäre was Neues und das wäre schön. Dann danke ich, dass du gekommen bist, Julia, und danke für deinen Vortrag. Und immer wieder gerne. Also es ist noch Thema da. Wird uns weiter beschäftigen. ja, das stimmt. Und die Reihe heißt ja insgesamt nicht umsonst Menschenfeinde. Es gibt derer viele und sie sind. Ja, ich habe heute ein paar vorgestellt. Ja. Alles klar. Danke dir, schönen Abend noch und schauen Sie wieder rein.